Ja, ob das so ein Mail kriegt. Du musst bei der Challenge mitmachen, dann wir wissen da nicht so was. Genau. Hey Rudi, wach auf! Challenge! Was? Hey! Was? Was ist los? Challenge wartet! Was zur Challenge? Ja, ja, Challenge! Oh nee, so ein Scheiße! Oh. Das kommt mir ja auf! Jetzt will ich euch mal was sagen. Ich nehme an der Challenge teil. Und ich kann euch sagen, dass ich alles erfüllt habe. Ich habe einen riesen Pool. Riesen. Und der Grill, der steht auch schon bereit. Den zeige ich euch nachher. Bedanken will ich mich natürlich bei der Claudia, dass sie mich nominiert hat. Und wen ich noch nominiert, das sage ich euch später. So, wie ihr seht, sind wir jetzt mittendrin in unserer Challenge. Und wir haben alles beieinander. Ich habe mein Bier, ich habe meinen Grill. Und ich habe meinen Pool. Pool. Und jetzt kommen wir zu dem offiziellen Teil. Ich will mich natürlich nur mal bei der Claudia Rossmann für die Nominierung bedanken, obwohl ich hier in so einem wunderschönen Flecken Lesbos Siegelsurf bin, wo ich eine ganz, ganz tolle Truppe um mich herum habe. Martina und der Marcel, die hier das alles leiten. Da haben wir aber super nette Guides dabei. Und der Clemens, der steht noch hinter der Kamera. Wo sind sie denn alle? Der Alfie natürlich. Du alter Johannes, keine Ahnung. Okay. Weiter geht's. Okay, wie gesagt, nochmal ein vielen Dank und vor allem natürlich auch bei der kleinen Sunny, weil die hilft mir nämlich auch immer. So, und wen wollen wir jetzt nominieren? Nominieren wir mal Architektur und Raum in Kempten, die Spenglerei Lorenz in Altusried und den Skisport Hübschke in Woringen. Ja, und was müssen die machen, wenn sie das nicht einhalten? Dann müssen Sie natürlich die Skischule Sportik einladen auf ein super geiles Grillfest mit mindestens 50 Liter Bier. So, das wäre es eigentlich soweit gewesen und ich wünsche euch allen noch einen super geilen Urlaub, weil ihr werdet den Sommer nämlich richtig genießen. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Und dann, oh ja, genau, das hätte ich jetzt beinahe in meinen Sommerträumen vergessen. Ich muss natürlich auch noch was spenden und das geht an die Lebenshilfe in Kaufbeuern. Also, viele Grüße aus Lesbos und vielleicht kommt sie auch mal daher. Juhu. Was ich dann natürlich noch vergessen habe, das Ganze muss innerhalb der nächsten 10 Tage, sprich bis spätestens 10. August erfolgen.